ist halt, wo das war, wo der Typ den Türsteher erstochen hat. Ja. Das war der Flower Power, glaube ich, hier auch, oder? Ja, kann sein. Mhm. Danach auch Power. Ein, zwei Wochen danach sind bei uns vor dem Flower Power drei Bands vorgefahren. Und wie hast du die? Hast du die einfach böse auf die Fresse gehauen oder was? Ja, klar. Ja, klar. Drauf gesprungen und zack. Voll auf die Schnauze. Nee. Patsch, patsch, weg, Wahnsinn. Ins Gesicht. Ja, ja, sicher. Die sind vernünftig. Aber der ist hier. Dann geht das in das Gesicht rein. Ja, geht nichts. Mit der flachen Hand oder mit der Rückhand. Ist da nochmal jemand im Kanal gefallen? Da war ein Typ, der war besoffen, der ist freiwillig rausgegangen. Ich stand direkt dahinter. Ah, guck mal, er hier jetzt. Ja. Willst du mich provozieren oder was, ey? Ich will noch wissen, was los ist. Ey, willst du mich provozieren oder was? Also, mir kommt das Össe bitte vor, als wenn das Steve hier provozieren will. Da waren die Lichter. Ich hab dir eine Zigarette gegeben. Da lag auf jeden Fall. Hat mir eine Zigarette. Das stimmt. Das stimmt. Sie ist schon eine gute, ne? Und das ist schon ein guter Junge. Hat der Typ sich ein guter Junge. Einen der drei Eingänge da verpisst und dann. Lass mich mal zu den so einen Mann durch. Jetzt hör doch mal auf, hier du musst nicht immer den Weg blockieren. Ja, bei uns ging es immer voll übelst scharf mit diesen Banditos-Typen. Mit Weimar. Machen wir so, ne? Halt, in Weimar war übelst hier Banditos-Szene. Ja, die haben doch auch Tattoos.